Ihr glaubt nicht, was das macht. Sorry, dass ich dieses Wort so oft sage. Aber auch da fängt es ja nun mal sehr gerne an zu schwitzen. Nicht nur bei Frauen, auch bei Herren. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr dem Titel ja schon entnehmen konntet, geht es hier heute um Summer Hacks bzw. Tipps im Sommer. 5 werdet ihr hier bei mir finden und 5 weitere besonders gute Summer Hacks findet ihr bei der lieben Jasmina von dem Kanal Crazy with Jasmina. Also schaut da bitte unbedingt mal vorbei. Ich verlinke ihn euch in irgendeiner Ecke da oben. Das wird auch immer das gleiche bleiben. Scheiße. Es müsste doch da sein, oder? Ist es da? Ja, wenn nicht, dann lacht mich jetzt aus. Danke. So, nun gut, der erste Hack, beziehungsweise wir sagen jetzt mal bitte weiter Tipp, weil Hack ist ein dämliches Wort irgendwie. Ja, ist es. Der erste Tipp, jeder von euch kennt es ja vermutlich, die einen mehr, die anderen weniger, dass man im Sommer dann doch bei den erhöhten Temperaturen etwas mehr schwitzt als sonst. Ganz besonders an Körperstellen, die viel Reibung haben, die viel Körpermasse haben und aneinander reiben könnten. Das betrifft unter anderem die Stellen unter den Achseln natürlich, ganz klar. Aber auch an anderen Stellen, wie zum Beispiel zwischen den Beinen, unter der Brust, über der Brust, zwischen den Brüsten. Sorry, dass ich dieses Wort so oft sage. Aber auch da fängt es ja nun mal sehr gerne an zu schwitzen. Nicht nur bei Frauen, auch bei Herren. Wer da ähnliche Probleme hat, dem kann ich auf jeden Fall ans Herz legen, da einen Puder zu benutzen an diesen Stellen, zusätzlich zum Deo natürlich. Ja, das saugt natürlich erstmal die erste Feuchtigkeit auf. Und insgesamt ist es auch ein sehr viel trockeneres Gefühl, was natürlich sehr angenehm ist im Sommer. Ich empfehle euch hier auf jeden Fall den Puder von Penaten, weil der am wenigsten Inhaltsstoffe hat. Ich meine, das ist an einer Hand abzuzählen, was hier drin ist. Oh, sogar an 2 Fingern. Teig und Parfüm. Das war's. Die günstigen Babypuder dagegen haben nämlich eine recht lange Inhaltsstoffliste, was ich ein wenig komisch finde. Da sind natürlich wahrscheinlich auch sehr viele Öle noch mit enthalten und so, was die Haut pflegen soll. Aber auch als mein Kleiner zum Beispiel noch klein war, habe ich immer diesen Puder genommen, weil das eben nur 2 Inhaltsstoffe sind und ich weiß, was drin ist. Ja. Gut, dann gibt es natürlich die Leute, die jetzt sagen, damit verstopfst du ja nur deine Poren. Man kann nicht alles haben, ne? Kennt ihr? Wer kein Babypuder benutzen möchte, dem kann ich gerne noch dieses Deo hier ans Herz legen. Das ist von Hydrofugal. Starker Schutz, Klassik gegen Achselnässe und Körpergeruch. Duftneutral. Das ist nämlich auch für Herren sehr gut geeignet. Also ja, wir reden jetzt hier mal weiter über die Frauen. Aber ich habe ja gerade gesagt, an welchen Stellen man besonders doll schwitzen kann im Sommer. Und das könnt ihr dann alles damit einsprühen. Den Tipp habe ich übrigens auch von meiner Mutter. Das hat nämlich im Finish so ein bisschen was Pudriges. Also es fängt gar nicht erst an, so aneinander zu bappen. Ja, also das kann ich euch nur ans Herz legen, dass ihr eins dieser beiden Produkte auf die stark schwitzenden Stellen auftragt. Bei manchen ist das auch garantiert sehr hilfreich an den Füßen. Und für meinen zweiten Tipp braucht ihr ein einfaches Geschirrhandtuch. Wie ihr seht, ungebügelt. Und kaltes Wasser. Ihr feuchtet diesen Lappen an. Gerade an heißen Tagen besonders angenehm, wenn man dadurch auch Kreislaufprobleme bekommt. Einfach nass machen und dann legt ihr euch das folgendermaßen. Natürlich auf die nackte Haut hoffentlich. Auf die nackte Haut, ja. So hier rüber. Ihr glaubt nicht, was das macht? Nun ja, auf jeden Fall beruhigt sich das Ganze dann ein wenig. Und insgesamt hat man auch ein sehr viel besseres Gefühl, weil alles ein wenig abgekühlt ist durch diese Feuchtigkeit hier. Ja, und dann rennst du damit zu Hause rum. Natürlich werden deine Klamotten davon ein bisschen nass, aber das ist jetzt nicht das Schlimmste. Ja, das sind jetzt auch viel zu viele Informationen. Tipp Nummer 3 ist besonders angenehm, wenn man nachts nicht schlafen kann, weil es so sehr heiß ist im Zimmer. Allgemein ist es ja ziemlich unangenehm, wenn die Temperatur nachts nicht unter 20 Grad fällt. Da könnt ihr euch dann einfach eine ganz normale Wärmflasche nehmen, den Bezug entfernen, falls er dann überhaupt einen Bezug hat. Also auf jeden Fall ohne Bezug benutzen und ja, kaltes Wasser einfüllen. Wenn es ganz besonders heiß ist, könnt ihr diese Wärmflasche natürlich vorher auch im Kühlschrank lagern, aber meistens ist das immer ein bisschen zu viel des Guten. Ja, dann legt ihr euch das einfach ins Bett, benutzt das wie eine normale Wärmflasche, nur eben für Kälte. Dann könnt ihr da ab und an mal die Füße ranstecken und das kühlt insgesamt auf jeden Fall ab und gibt einfach ein bisschen, ja, ein besseres Gefühl in dem Moment. Tipp Nummer 4 bezieht sich auch auf das Schlafen nachts. Und wer kennt das nicht, selbst die Sommerbettdecke ist auf jeden Fall immer noch viel zu warm im Sommer. Jedenfalls bei diesen sehr hohen tropischen Temperaturen. Und da mache ich es auf jeden Fall immer so, dass ich mich nur mit einem Bettbezug zudecke. Da hat man dann auf jeden Fall noch so ein bisschen diesen Schutz der Decke und ist eben dann auch nicht so ganz am Abkühlen, liegt da nicht so ganz ohne rum und ja, da nehme ich jedenfalls dann nur einen Bettbezug. Simpel, aber ja. Und Tipp Nummer 5 bezieht sich aufs Bräunen in der Sonne. Wer kennt das nicht, dieses Gefühl, wenn man da in der Sonne liegt und brutzelt und man das Gefühl hat, man kriegt von der Hitze gleich irgendwie einen Schlag. Aber eigentlich hat man noch keinen Schlag, weil man noch nicht wirklich lange da liegt. Eigentlich ist es nur dieses Gefühl auf der Haut,
während man vielleicht 5 Minuten in der Sonne liegt. Das ist jetzt natürlich auch nicht für alle Hauttypen geeignet. Also ihr seht ja, ich bin immer so ein bisschen dunkler, aber ich glaube, für die ganz Hellen könnte das gefährlich werden. Also ich nehme dann jedenfalls eine Wasserflasche mit einem feinen Sprühnebel. Und wenn es mir dann zu heiß in der Sonne wird, ich aber noch nicht in den Schatten gehen möchte, sprühe ich mich dann jedenfalls überall ein wenig mit diesem Wasser ein, um dann in dem Moment etwas abgekühlt zu sein, was es auf jeden Fall sehr viel erträglicher macht, in der Sonne zu bleiben. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall nicht besonders toll für sehr hellhäutige Menschen. Ich denke, dass ihr dadurch wahrscheinlich noch ein bisschen schneller verbrennt, deswegen macht das wahrscheinlich nicht. Aber ich meine, für eine Erfrischung, ob im Schatten oder nicht, ist so ein bisschen Wasser ja auf jeden Fall immer gut, ne? Wo wir gerade noch bei Sonnenbränden sind, auch wenn das jetzt ein 6. Tipp ist, aber mein Mann hatte neulich einen fiesen Sonnenbrand und ich habe ihn direkt danach mit diesem Aloe Vera Gel von Rossmann eingeschmiert. Das hat mittlerweile eine andere Verpackung, also orientiert euch daran nicht. Das ist von Sun Ozone, das Après-Gel mit Aloe Vera, speziell für sonnengereizte Haut. Ja, wie gesagt, das habe ich ihm aufgetragen und er war am nächsten Tag kaum noch rot, wirklich fast gar nicht. Sonst trägt er das immer noch ein paar Tage mit sich rum. Ja, und er hat sich danach nicht mal gepellt. Das ging viel schneller weg als sonst. Also hätte ich diesem Produkt jetzt wirklich nicht zugetraut. Das hat, meine ich, auch nur 1,99 € gekostet oder ähnlich. Wie gesagt, das hat jetzt auf jeden Fall eine andere Packung von Sun Ozone. Da müsst ihr noch mal gucken. Aber es gibt es noch. Ich hatte das neulich in der Hand und wollte es tatsächlich noch mal kaufen. Aber ich hab's ja schon. Wie ihr seht, kommt man damit auch sehr lange hin. Das waren jetzt auf jeden Fall meine Summer Hacks. Bitte stört euch nicht an diesem Wort, aber es ist ja irgendwie Mode, ne? Und wie gesagt, 5 weitere Hacks findet ihr bei der lieben Jasmina von dem Kanal Crazy with Jasmina. Ihr müsst da unbedingt mal vorbeigucken, die ist wirklich richtig lustig und baut einfach auch immer total lustige Effekte in ihre Videos ein und sie verdient auf jeden Fall mehr Abonnenten, also bitte hinschaut. Das wäre wirklich nett. Nun gut. So, das war's dann erstmal für heute. Ich werde euch jetzt erstmal nicht mehr weiter voll labern. Fühlt euch lieb gegrüßt und bis dann. Meh. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Das ist scheiße. Nein. Kooperation mit der lieben Jasmina von dem Kanal. Nein. Oh Gott. Summer Hacks. Hex ist so ein beknacktes Wort irgendwie. Summer. Scheiße. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie kann man nur die ganze Zeit nach rechts gucken? Gerade an heißen Tagen besonders... Ach man, das ist aber auch immer das Gleiche. Jeder kennt es ja vermutlich. Fugal, nicht Fugal. Meh. Meh, Teig verstopft den Puder. Meh. Ja, ist eben so. Mein Gott. Dann lasst es einfach sein, wenn das nichts für euch ist. Ja gut, es geht jetzt auch schon so weit. Meh. Ich muss das echt mal wieder üben.